mache alles Mögliche Kreative. Ich stricke, häckle, ich bemale Porzellan. Sie hat Lust gehabt, mal ein bisschen nähen zu lernen. Jetzt hatte sie Geburtstag. Dann dachte ich mir, das wäre doch mal was für uns beide. Also das Problem ist, ich kaufe mir immer Hosen und die sind immer zu lang, um ehrlich zu sein. Und ich habe mir gedacht, das reicht jetzt, dass ich es dann dauernd irgendwo hingebe, damit man die kürzt. Das muss ich jetzt wenigstens lernen. Und das ist ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk, was anderes als das Normale. Ich habe als 12-Jährige angefangen, als ich in der Schule gelernt habe zu nähen. Ich bin halt in der DDR aufgewachsen und dann war es eh noch viel schöner, wenn man sich selber Sachen nähen konnte, weil es nicht so viel zu kaufen gab. Ja, dann habe ich für die ganze Familie, für das Kind immer schon genäht. Und das gehört zu meinem Leben dazu. Ich würde gern alles einmal durchprobieren. Irgendwo irgendwas so umeinander liegt, dann nimmt man das einfach. Zu mehreren wir sind auch die Nähtanten hier, die Bayerischen. Und vor allem in unserem Kreis finde ich das ganz toll. Erste halbe Stunde wird nur geplappert und das Ergebnis der letzten zwei Wochen besprochen. Die Idee wird dann einfach vervielfacht und die ist trotzdem anders. Und das ist sehr kreativ. Das sieht aber toll aus. Mein Sohn, wer hat das gemacht? Was ich im Verlauf dieser 30 Jahre, die ich nähe, festgestellt habe, die Burdas-Teil ist jünger, kreativer. Besser, moderner. Also wenn ich es so vergleiche von vor ein paar Jahren, ist jetzt eher mein Geschmack, was so drin ist. Und auch mehr auf das, was auch innen ist, was die Leute interessiert. Das fällt uns ganz gut. Die Burdas-Schnitte passen ohne anprobieren. Also ich nähe das und wenn es fertig ist, ziehe ich es dann das erste Mal an. Also das finde ich immer super, wenn jemand fragt, wo hast du das her? Sag selbstgenießen. Glücksgefühl ist das. Spannung pur. Beruhigt mich total, da komme ich runter. Wenn es mir mal schlecht geht und ich setze mich an eine Nähmaschine, dann ist alles gut. Und wenn sich die es kriegen, dann auch noch freuen drüber. Dann ist es perfekt. Ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Burda nicht vorstellen. Und ich habe jetzt auch meinen Beruf an den Nagel gehängt und nähe jetzt nur noch.